Auch wenn es ein bisschen beengter ist als sonst. Ja. Aber es ist ja auch nicht so schwer, weil ich ja wirklich genau die richtige Anzahl Unterstriche hingegeben habe. Also. Gut, also das erste bei Nennern sind die Transistoren und ihre Anschlüsse. Das ist im Wesentlichen genau das, was wir im ersten Block letztes Mal gemacht haben. Es gibt NPN und PNP-Transistoren. Und die Anschlüsse heißen Basis, Kollektor, Emitter. Emitter ist einfach der mit dem Pfeil, wo quasi die gemeinsamen Ströme rausfließen, sowohl das, was vom Kollektor kommt, als auch das, was von der Basis kommt. Von der Basis kommt eben ein Steuerstrom und dann lässt der Transistor ein Vielfaches dieses Basisstroms beim Kollektor hinein. Also der sowas wie eine mit einem Steuerstrom steuerbare Stromdrossel, könnte man sagen, der einen maximalen Strom dann am Kollektor durchlässt. Und wenn der Basisstrom in den Transistor hineinfließt und der Kollektorstrom in den Transistor hineinfließt und beim Emitter fließt beides wieder raus, dann nennt man das eben einen NPN-Transistor. So, Sackerl ist weg. Aha. Ja, gut. Also ich bin noch mit deinem auf. Ich lasse den Koffer da in der Ecke stehen. Ja, da ist ja. Eh so gut wie kein Bild. Gut. So, mit dem Sessel. Dann tue ich den daher und ich hole mal, wenn ich brauche. Ja. Okay. Gut. Also, und wenn es genau umgekehrt ist, wenn der Basisstrom ein Strom ist, den wir aus dem Transistoranschluss, aus der Basis herausziehen, und der Kollektorstrom einer ist, der aus dem Transistor rausfließt, und beide Ströme kommen vom Emitter, darum haben wir auch einen Pfeil, der hineinzeigt in den Transistor, dann nennt man das einen PNP-Transistor. Die Pfeilrichtung übrigens, das hat damit zu tun, wo in dem Transistor ein NP-Übergang ist. Also das ist ähnlich die Überlegung wie bei einer Diode, aber ich finde das viel schöner zum immer genau wissen, was ist ein NPN oder was ist ein PNP-Transistor, dass man sich einfach denkt, der Pfeil gibt die Stromrichtung am Emitter an. Das ist viel, viel besser, als sich immer zu überlegen, welcher Übergang da genau gemeint ist mit dem Pfeil. Gut, also das war der erste Teil, der war hoffentlich nicht so schwierig. Der zweite Teil war ein bisschen eine leichte Rechnerei, aber im Wesentlichen geht es nur darum, zu prüfen, was meinen wir eigentlich mit dieser Stromverstärkung B und damit meinen wir, um wie viel größer der Kollektorstrom als der Basisstrom ist. Das heißt, wenn wir hier eine Stromverstärkung von 100 haben, ein B von 100, und wir wissen, in der Basis fließt 1 mA in diesen Transistor hinein, dann muss das Hundertfache davon beim Kollektor hineinfließen, nämlich 100 mA. Und nachdem da im Transistor ja nichts drin ist, was langfristig lagern und irgendwie speichern könnte, muss es auch wieder rausfließen, und zwar beim Emitter. Das heißt, beim Emitter haben wir dann den Summenstrom von 101 mA. Und die gleiche Rechnung haben wir im Grunde hier unten, nur dass wir es quasi rückwärts machen. Wir haben jetzt den Emitterstrom gegeben und wenn wir uns überlegen, okay, wir haben eine Stromverstärkung von 5, das heißt, der Kollektorstrom ist ein Fünffaches vom Basisstrom, das heißt, der Emitter muss dann ein Sechsfaches des Basisstroms sein, weil das gemeinsam ist, dann wissen wir, aus 60 mA, davon ist ein Sechstel 10 mA, das heißt der Basisstrom und die 50 mA sind dann der Kollektor. Gut, ich glaube, das interessanteste Beispiel hier war eigentlich das vierte. Das markieren Sie die LEDs, die leuchten. Wobei hier unten dann eben noch diese Bemerkung ist, dass die Widerstände und so dimensioniert ist, dass möglichst viele LEDs leuchten. Weil sonst könnte man einfach sagen, naja, das hängt davon ab, was das für eine Quelle ist und so, und dann leuchtet vielleicht gar keine. Und im ersten Fall, als was verwenden wir hier eigentlich den Transistor mit dem Kollektor so offen? So eine Diode, genau, mehr ist es nicht. Wir verwenden die Basis-Emitter-Diode von dem Transistor. Damit ist es so, als hätten wir zwei Dioden in Serie, naja, und dann wird sich einfach, je nachdem welchen Widerstand wir haben, einen Strom einstellen, der halt dann durch diese beiden durchfließt und aufgrund dieser Bemerkung hier unten wissen wir, dieser Strom wird halt so groß sein, dass diese LED hier leuchtet, also soweit keine Hexerei. So, in diesem zweiten Beispiel leuchtet jetzt nur die rechte LED. Warum? Ja. Das ist durchaus zutreffend. Also es werden ja beide LEDs von Strom durchflossen. Nur wird halt diese LED von B mal mehr Strom durchflossen als die andere LED. Und
dann wird sie entsprechend heller leuchten. Außerdem fällt an dieser LED ja auch noch eine größere. Vergesst das, nachdem wir hier den Strom vorgeben, passt es schon. Also es fließt hier 100-mal so viel Strom wie da. Das heißt, wir werden hier auch ein bisschen eine größere Spannung haben. Und die wird dann leuchten und die wird vielleicht nur ein Hundertstel so stark leuchten oder sie wird gar nicht leuchten. Also wenn man die jetzt nicht irgendwie so weit auftritt, dass einem das Auge wehtut vom Reinschauen, dann wird man quasi, wenn man in diese LED reinschaut, da nicht wirklich was sehen. Das kann natürlich auch sein. Ja? Also wenn die kaputt geht, zum Beispiel, weil sie das Hundertfache von diesem Basisstrom nicht mehr verträgt, keine Ahnung, dann wird die hinwerden, aber dann wird die auch schnell hinwerden, weil der gemeinsame Vorwiderstand, ja, also wenn der Vorwiderstand so groß ist, dass der quasi genug Strom durchließe, um diese LED hier zu zerstören, dann wird natürlich nachher durch diese LED noch 1% mehr Strom durchfließen, als vorher durch die hier, und dann wird sie auch hinwerden. Also vorausgesetzt, der Fehlermode von dieser LED ist, dass es eine Unterbrechung wird. Das ist immer so schwierig zu sagen bei einem Bauteil, wenn er kaputt geht, wenn ich diese Spezifikationen verlasse, als was er sich dann verhält. Und manchmal sind das Unterbrechungen, manchmal sind das Kurzschlüsse. Bei LEDs sind meistens Unterbrechungen, weil die relativ dünne Bonding-Drähte haben, die dann durchbrennen. Gut, und in dem dritten Beispiel, ich gehe da jetzt ganz weit zurück, so. In dem dritten Beispiel leuchtet jetzt nur die mittlere LED unter der gleichen Definition von wann leuchtet eine LED eigentlich, wie wir sie hier verwendet haben, um zu sagen, die leuchtet nicht und die leuchtet. Warum leuchtet hier nur die mittlere LED? Also, dass die linke LED nicht leuchtet, das können wir im Grunde argumentieren, genauso wie vorher. Warum leuchtet die rechte LED nicht? Weil der linke Transistor durchschaltet, durch die linke LED ein bisschen Strom fließt. Mhm. Und damit ist der Spannungsabfall relativ klein, ich sage mal 0,2 Volt. Genau. Und der rechte Transistor, der braucht aber mindestens, sagen wir mal, 0,6 Volt, damit durch seine Perfekt, also ich wiederhole das nochmal, für wir keinen Raumton haben. wenn dieser Transistor durchschaltet, was er tut, nicht? Wir haben hier einen Basisstrom und dann fließt der entsprechende Kollektorstrom, dann ist der Spannungsabfall in der Kollektor-Emitter-Strecke ja sehr klein. Nicht? Also das ist ein geschlossener Schalter, da sollte keine Spannung abfallen. In der Praxis fallen, dann haben wir das letzte Mal gesagt, bei so einem Transistor, der voll durchschaltet, vielleicht 0,2 Volt ab. Und wir haben gesagt, so eine Basis-Emitter-Diode, die braucht vielleicht, du hast jetzt 0,6 gesagt, 0,7, je nachdem, was für ein Transistor man sich anschaut, braucht die an der Basis-Emitter-Strecke, damit der durchschaltet. Und weil der linke ja hier auf 0,2 Volt runterzieht, passiert das nicht, dass ich hier eine entsprechend hohe Vorspannung bekomme. Und das ist genau das Funktionsprinzip, was wir das letzte Mal gehabt haben, bei dieser Schaltung, Transistor schaltet aus. Wo wir quasi mit einem Transistor die Basis von einem anderen Transistor gegen Ground gezogen haben und damit hat der nicht mehr durchschalten können und damit hat das Aktivieren eines Transistors eine Last ausgeschalten, die in Serie mit dem Kollektor hängt von dem Seitentransistor. Gut, das war unsere schnelle Wiederholung vom letzten Mal, Schalten mit dem Transistor. Noch Fragen?